Die Bank of Japan sorgt mit einer extrem unerwarteten Entscheidung für stärkere Volatilität auf den Finanzmärkten und der Einfluss der Entscheidung könnte sich tatsächlich auch noch in den nächsten Wochen bis Monaten zeigen. Im heutigen Video schauen wir uns an, was es damit auf sich hat, werfen einen Blick auf die US-amerikanische und auf die europäische Wirtschaft und welche Folgen das Ganze hier haben könnte. Ebenfalls werfen wir noch einen Blick auf einige Krypto-News, nicht nur im Zusammenspiel zwischen Visa und Ethereum, sondern auch vor allem in Bezug auf Binance US. Bereits im gestrigen Video habe ich darüber berichtet, dass Binance US die deutscher Vermögenswert im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar kaufen möchte. Nun kommen weitere Zahlen ans Tageslicht, die darauf hindeuten, dass Binance US sich das Ganze eigentlich gar nicht leisten könnte. Was passiert hier? Wir werfen heute einen Blick darauf. Viel Spaß mit dem heutigen Video Krypto aktuell. Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und im heutigen Video werfen wir vor allem einen großen Blick, einen großen Fokus auf aktuelle Wirtschaftsbewegungen. Diese haben natürlich einen direkten Effekt auf den Kryptomarkt, weshalb ich sie in diese Videos auch immer wieder mit einfließen lasse. Ebenfalls schauen wir uns auch ein, zwei Krypto-News an, wie bereits im Intro angesprochen. Viel Spaß mit dem Video, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar, um mich und meine Arbeit zu unterstützen. Springen wir nun einfach mal direkt auf die erste Folie und so sehen wir, dass der Bitcoin zum Zeitpunkt dieser Aufnahme zumindest gerade versucht, die 17.000 US-Dollar zurück zu erklimmen. Auch bei Ethereum sieht es mit grünen Zahlen eher bullisch aus, genauso wie auch beim BNB-Coin. Grund dafür ist eine Schwäche des US-Dollars, die in der Vergangenheit immer für eine positive Bewegung im Bitcoin gesorgt hat. Die Schwäche des US-Dollars war wiederum auf eine politische Änderung der Bank of Japan zurückzuführen. Japan hat heute eine Entscheidung getroffen, die definitiv Langzeitfolgen für die Gesamtmärkte haben wird. So haben die politischen Entscheidungsträger erstmals die Obergrenze für die Anleihenrenditen angehoben. Der Yen legte somit gegenüber dem US-Dollar sofort zu und setzte damit eben den US-Dollar unter Druck. Japan versucht derweil, genauso wie auch die USA, die Inflation unter Kontrolle zu kriegen. Lange Zeit haben sie bei ihrer Zinspolitik gar nichts getan, nun scheint sie allerdings einen kleinen Sinneswandel zu haben. Arthur Hyles, ehemaliger CEO der Kryptobörse BitMEX, sagte zu dieser Entscheidung, das passiert, wenn man den freien Markt künstlich überrascht. So betonte er zudem, es fliegt einem ins Gesicht. Erwarten Sie, dass die 10-jährigen JGB-Renditen an die Renditenobergrenze von 0,50% gehandelt werden, sobald die US-Liquidität in Q1 2023 nachlässt. Ja, zieh. Zuvor hatte Hayes über die Praxis der Zinskurvenkontrolle gesprochen. In einem weiteren Beitrag erläuterte er, dass der Besitz der japanischen Anleihen durch die Bank of Japan jetzt über 50% liegt. Dieses Szenario verglich er mit der FTX-Geschichte, also mit dem FTT-Token, der von FTX selber als Sicherheit gehalten wurde. Er betonte hierzu, es ist so, als würde die Bank of Japan Lehren ziehen von dem CEO von FTX. Wenn sie über 50% des Marktes besitzen, ist es dann überhaupt noch ein Markt und hierbei vergleich er eben den FTT Token mit den japanischen Staatsanleihen. Diese schossen eben vor allem heute stark ins Positive und signalisieren eben eine Änderung der Politik der Bank of Japan. Die Entscheidung der Bank of Japan, die eigene Währung jetzt stärker zu unterstützen, beziehungsweise hier eben auch eine Zinsumkehr anzudeuten, sorgt dafür, dass natürlich auch die japanische Währung an Zugkraft gewinnt und damit eben den US-Dollar unter Druck setzt. Ein Analyst schrieb hierzu, die großen Zentralbanken holen jetzt die Fed ein, einschließlich der gemäßigten Bank of Japan. Der Wettlauf zur Zähmung der Inflation außerhalb der USA ist im Gange und die USA scheinen es bereits getan zu haben. So sehen wir natürlich nicht nur eine starke Zinspolitik in Bezug auf die EZB, sondern auch in allen anderen Ländern sorgen die Zentralbanken aktuell dafür, die eigene Währung stärker zu positionieren, um der Inflation entgegenzuwirken, was natürlich rückläufig bzw. nachteilig für den US-Dollar ist. Man muss ganz klar sagen, ein extrem großer Effekt auf den US-Dollar haben wir jetzt nicht gesehen. Es hat allerdings dafür gereicht, um den Bitcoin etwas zu unterstützen. Auch wenn ich jetzt nicht zu 100% sagen würde, dass die aktuellen Kurszuflüsse im Bitcoin genau nur darauf zurückzuführen sind. Im Allgemeinen können wir nämlich sehen, dass der Markt auch zum aktuellen Zeitpunkt immer noch recht ruhig ist. Dennoch dürfen wir natürlich die amerikanische Wirtschaft nicht aus dem Fokus lassen, denn diese hat eben einen maßgeblichen Einfluss auf den gesamten Finanzmarkt. Dabei müssen wir festhalten, dass die jüngsten US-Ereignisse nicht sonderlich positiv waren. Die Kreditkartenschulden sind mittlerweile auf ein Niveau von 1 Billion US-Dollar gestiegen, die Hypothekennachfragen sind auf dem niedrigsten Stand seit 97, die Amerikaner haben in diesem Jahr 7 Billionen US-Dollar an Nettovermögen verloren und der Zusammenbruch von FTX hat natürlich ebenfalls die US-amerikanische Wirtschaft zumindest leicht getroffen. Es ist im Allgemeinen eher ein negativer Effekt für den Gesamtkryptomarkt gewesen. Zudem müssen wir festhalten, dass viele US-amerikanische Unternehmen aktuell dabei sind, viele Mitarbeiter zu entlassen. Dabei stehen natürlich die
Tech-Unternehmen aktuell im Fokus. Diese, die eben hauptsächlich wachsen durch billiges Geld, welches zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr zur Verfügung steht. Twitter steht hier ganz oben, auch wenn man natürlich dazu sagen sollte, dass Twitter jetzt kein typisches Unternehmen ist, denn nach der Übernahme von Tesla-Chef Elon Musk musste das Unternehmen bzw. hat das Unternehmen rund 75% der Mitarbeiter entlassen. Aber auch andere große Tech-Giganten wie Apple haben aktuell einen Einstellungsstopp, Amazon musste 10.000 Mitarbeiter entlassen und Goldman Sachs knapp 8% der Mitarbeiter. Auch Meta, also die Muttergesellschaft von beispielsweise Facebook und Instagram, hat rund 13% der Mitarbeiter entlassen, Coinbase 18% und Intel redet von über 20% der Mitarbeiter, die hier entlassen werden müssen. All das sorgt natürlich für einen stärkeren Druck auf die Wirtschaft bzw. signalisiert es die aktuelle wirtschaftliche Stabilität. Werfen wir zudem einen Blick auf den PMI, der hier als Maß für die Wirtschaftstätigkeit gezählt wird, so sehen wir, dass dieser aktuell auf einem Niveau ist wie zu den letzten Crash-Zeiten. Der PMI bzw. Purchasing Manager Index ist ein Maß für die vorherrschende Richtung der Wirtschaftstrends im verarbeiteten Gewerbe. Aktuell sehen wir es das Ganze mit rund 37,2 Punkten extrem rückläufig. Und wenn wir uns das Ganze hier auf der Zeitachse anschauen, dann können wir festhalten, wir sehen ein selbes Bild wie im Crash 2020, 2008, 2000, 1980, 74 und 69. Also immer zu den Crash-Zeiten sehen wir, dass der PMI hier absolut nach unten schießt. Genau dasselbe Bild sehen wir auch, doch man muss an dieser Stelle etwas genauer hinschauen. Wir sehen nämlich einige Änderungen im PMI bzw. einige Bewegungen, die man eben besonders im Fokus haben sollte. So sehen wir zum aktuellen Zeitpunkt, ja, der PMI ist auf demselben Niveau wie zu den letzten Wirtschaftskrisen. Er ist allerdings in den letzten Wirtschaftskrisen dann so niedrig gewesen, wenn wir bereits hier im Hintergrund jetzt im Vergleich zum S&P 500 bereits in der Nähe des Bodens waren. Diese Grafik verdeutlicht das Ganze nochmal, indem man den PMI hier rausnimmt und einfach nur schaut, wann er eben nach unten gedippt ist. Zum aktuellen Zeitpunkt können wir festhalten, dass eigentlich bei allen Wirtschaftskrisen außer eben 2001 der PMI erst dann seinen Boden gesehen hat, als auch der Markt im Allgemeinen nicht unbedingt seinen Boden gesehen hat, aber ziemlich nah dran war. Eine Sache, die definitiv aktuell anders ist, und darüber haben wir bereits schon im ganzen Jahr gesprochen, ist die Arbeitslosenquote. Diese ist nämlich in den Vereinigten Staaten trotz der eben genannten Entlassungen immer noch extrem gering und signalisiert, dass die Wirtschaft nicht ganz so stark getroffen ist, wie man vielleicht denkt. In dieser Grafik ersetzen wir den S&P 500 einfach mal mit der Arbeitslosenquote und können festhalten, dass zu den letzten Wirtschaftskrisen die Arbeitslosenquote nach oben geschossen ist. Das bleibt aktuell noch aus. Somit müssen wir festhalten, entweder wird die Arbeitslosenquote noch nach oben schießen oder wir sehen möglicherweise doch nicht so einen starken Rückgang bzw. Crash in der Wirtschaft. Was wir aktuell festhalten können, ist, dass die US-Wirtschaft schwach ist bzw. ja, keine Stärke signalisiert. Der Arbeitsmarkt ist auf der anderen Seite dennoch stabil und die aktuelle Korrektur ist meiner Meinung nach noch als gesund zu bezeichnen. Sollte es so weitergehen, wäre es tatsächlich eine weiche Landung. Das Ganze könnte natürlich unterstützt werden, wenn beispielsweise China die Produktion weiter aufnimmt und damit möglicherweise die Gesamtwirtschaft auf der gesamten Welt unterstützt. Das würde eben auch die US-amerikanische Wirtschaft unterstützen, denn natürlich würden dann die Erzeugerpreise sinken und das Ganze wäre eben positiv entgegengesetzt der Inflation, um diese eben nach unten zu bringen und würde auf der anderen Seite auch weiterhin für Beschäftigung und damit eben für ein Wirtschaftswachstum sorgen. Dennoch bleibt das Ganze natürlich hier ein sehr kritisches Spiel, denn die US-amerikanische Wirtschaft ist immer noch relativ instabil und könnte eben durch wirtschaftlich schwerwiegende Entscheidungen definitiv nochmal zerrüttet werden. Sollten wir jetzt solche Ereignisse sehen wie China greift Taiwan an oder irgendwelche anderen unvorhergesehenen Black Swan Events, dann würde die Wirtschaft definitiv nochmal stärker unter Druck geraten. Das könnte die Arbeitslosenquote nach oben schießen lassen und auf der anderen Seite natürlich dafür sorgen, dass die breiten Finanzmärkte crashen. Eine Situation wie aktuell, dass der Arbeitsmarkt sich relativ stabil hält, obwohl die Wirtschaft rückläufig ist. Das haben wir bereits in der Vergangenheit ebenfalls schon gesehen, so wie beispielsweise 2015 und 2006. Zu dieser Zeit haben wir gesehen, dass die Märkte quasi eine leichte Landung gesehen haben, also eine leichte Korrektur. Es war allerdings auch meistens kurz bevor bzw. knapp 1 bis 2 Jahre vor einem stärkeren wirtschaftlichen Abschwung. Man kann die Vergangenheit natürlich nicht 1:1 auf die Gegenwart oder die Zukunft projizieren, doch die Vergangenheit ist eben der einzige Indikator, um so ein bisschen herauszufinden, was uns möglicherweise noch erwartet. Sollten wir also ein Black Swan Event sehen, dann kann das Ganze nochmal recht schnell nach unten kippen. Ansonsten sieht es momentan so aus, als ob die US-Wirtschaft sich vielleicht noch etwas auffangen könnte. Dabei dürfen wir allerdings auch nicht vergessen, dass die Wirtschaft natürlich gerade auch durch den US-Dollar in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten auch noch stärker unter Druck geraten könnte, denn natürlich nicht nur die Bank of Japan, sondern beispielsweise auch die EZB sind aktuell dabei, die Inflation nach unten zu drücken, möchten natürlich auf der anderen Seite den Wert des Euros oder des japanischen Yens nach oben treiben.
werden und das wirkt sich eben negativ für die Dominanz des US-Dollars aus. So sehen wir beispielsweise, dass die EZB erst kürzlich den Leitzins um knapp 50 Basispunkte angehoben hat, beziehungsweise den Zinssatz. Damit steigen die Hauptrefinanzierungssätze auf knapp 2,5%, den höchsten Stand seit 2009. Die EZB hat zudem angekündigt, dass sie das quantitative Tightening im März etwas stärker anziehen werden, beziehungsweise richtig beginnen werden. Laut der EZB wird das APP-Portfolio dann im zweiten Quartal des nächsten Jahres durchschnittlich um 15 Milliarden Euro pro Monat reduziert werden. Das im Vergleich zu den 95 Milliarden aus den Vereinigten Staaten ist auf jeden Fall ein starker Unterschied, aber wenigstens tut die EZB etwas gegen die aktuelle Entwicklung und sie haben ja auch in der jüngsten Pressemitteilung bekannt gemacht, dass sie stärker gegen die aktuelle Inflation entgegenwirken wollen. Komisch, unsere EZB-Chefin hat noch zu Beginn des Jahres gesagt, dass die Inflation sowieso nur temporär sei. Klar, temporär, die Frage ist, ob 2 Monate oder 3 Jahre. Ebenfalls können wir natürlich die Entscheidung der EZB natürlich auch in einem direkten Ausmaß auf den Häusermarkt sehen. Gerade in Deutschland sieht man das relativ stark, denn der Hauspreisindex fällt quasi mit einer ziemlich starken Parallelität zur EZB-Bilanz. Sollte die EZB-Bilanz nun weiter reduziert werden, also ein weiteres quantitatives Tightening stattfinden, dann könnte sich das auch nochmal negativ auf den Hauspreisindex in Deutschland auswirken und damit eben zu fallenden Preisen führen. Der Grund dafür ist logisch, wird die Liquidität aus dem Markt entzogen, haben wir weniger Liquidität, weniger Kaufkraft und damit am Ende des Tages auch eher fallende Preise. Fallende Preise sehen wir beispielsweise auch, wenn die Produzentenpreise sinken. Diese sind ja erst vor wenigen Monaten explodiert, allerdings zum Glück aktuell auch eher rückläufig. Grund für die extrem explodierenden Producer Price Index Daten aus Deutschland waren unter anderem die Energiekosten, doch der PPI verlangsamte sich im November auf knapp zumindest 28,2%. Damit sehen wir, dass der Produzentenpreisindex rückläufig ist, was natürlich ein positives Zeichen für die deutsche Inflation ist. Logischerweise liegt es hierbei höchstwahrscheinlich an den wahrscheinlich wieder relativ stark korrigierten Energiepreisen. Und während viele aktuell gerade davon ausgehen, dass das Bargeld Stück für Stück ausstirbt, können wir festhalten, dass die Bargeldnachfrage nach Euro oder US-Dollar seit den 90ern bzw. ungefähr seit der 2000-Wende ziemlich stark in der Aufholjagd ist, zumindest wenn man es beispielsweise mit dem Bruttoinlandsprodukt vergleicht. Das heißt, die Bargeldnachfrage steigt stärker als das Bruttoinlandsprodukt des Jahres und beläuft sich aktuell in der Eurozone auf rund 12%. Kommen wir an dieser Stelle zu den 2 bis 3 eben angesprochenen Crypto-News. Beginnen tun wir erstmal mit Joe Johnson, Bruder des ehemaligen britischen Premierminister Boris Johnson. Dieser trat letzte Woche aus dem Beirat der Kryptobörse Binance Exchange zurück, zumindest berichtet das Londoner Telegraph. Demnach sei Johnson erst im September des aktuellen Jahres dem Beirat von Binance beigetreten. In der Erklärung am 19. Dezember signalisierte er: "Ich bin letzte Woche aus dem Beirat ausgeschieden und bin nicht mehr in diesem Gremium oder einer damit verbundenen Einrichtung tätig." Das Unternehmen Bitfinity wurde erst im März 2022 von der Kryptohandelsplattform Binance selber gegründet und ist ein Teil der Binance-Gruppe, wie ein Dokument der US-Regulierungsbehörden im April aufdeckte. Und damit bleiben wir gleich bei Binance und sprechen die Thematik an, die ich bereits im Intro genannt hatte. Binance US hatte ja erst am Anfang der Woche, auch am 19. Dezember angekündigt, die Vermögenswerte von Voyager Digital kaufen zu wollen. Dazu haben sie ebenfalls zugestimmt, eine Kaution von knapp 10 Millionen US-Dollar zu hinterlegen. Dieser Deal soll dann auch bis zum 18. April 2023 abgeschlossen sein. Es geht hierbei um knapp 1,022 Milliarden US-Dollar und um die Kryptohandelsplattform Binance US. Binance US ist ein in Anführungsstrichen kleinerer Ableger von Binance selber. Natürlich ist das hier im Allgemeinen dasselbe Unternehmen, doch Binance US ist eben ein Ableger, der natürlich anderen Regulierungen unterliegt als der internationale Binance Service. Aus den Daten von Binance US Financials geht aktuell allerdings hervor, dass das Unternehmen gerade mal über knapp 258 Millionen US-Dollar flüssiges Kapital verfügt. Dieses Operating Cash oder auch Krypto erlangen sie nicht nur durch eine Finanzierungsrate von knapp 200 Millionen US-Dollar im ersten Quartal des aktuellen Jahres, sondern selbstverständlich auch durch die Umsätze, die das Unternehmen erzielt. Pro Quartal waren es in den letzten Quartalen zumindest zwischen 20 und 30 Millionen US-Dollar. 268 Millionen US-Dollar reichen natürlich niemals, um 1,022 Milliarden US-Dollar zu bezahlen. Und genau hierbei ist eben die Frage, woher nimmt Binance US sich das Geld? Möglicherweise nehmen sie es sich von Binance, doch sollten sie nicht eigentlich unabhängig von Binance selber agieren? Und genau das ist eine Frage, die den Crypto-Space im Allgemeinen die letzten Tage schon relativ stark beunruhigt, denn wir sehen immer mehr On-Chain-Transaktionen zwischen den Binance US-Krypto-Konten und den Konten von Binance selber. Möglicherweise, mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit sogar, ist Binance US von Binance selber extrem abhängig und es gibt hier Verschiebungen der Bestände
Trende im Hintergrund. Vielleicht ist das Ganze auch nur Panikmache. Das Ganze taucht natürlich gerade auf Twitter momentan extrem viel auf. Ich will dazu nichts sagen. Vielleicht sehen wir auch intern diese Transaktion und das Ganze ist komplett nachvollziehbar. Ich persönlich finde es auf jeden Fall komisch, gerade weil Binance US eigentlich nicht über dieses Kapital verfügt. Vielleicht wollen sie auch knapp 1 Milliarde US-Dollar aufnehmen. Vielleicht können sie dieses Kapital auch von Binance selber aufnehmen und dann Stück für Stück zurückzahlen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sie diesen Schritt hier gehen wollen, beziehungsweise woher das Kapital kommen soll. Ich will hier jetzt auch nicht für Panik sorgen, doch das ist eben die Zahlen, Daten und Faktenlage, die uns aktuell vorliegt. Auch eine Faktenlage zu Visa liegt uns aktuell vor. So schlägt das Unternehmen bzw. der Zahlungsgigant vor, ein Ethereum-Zahlungssystem zu verwenden. So will Visa in Zukunft die Bezahlvorgänge auch über das Ethereum-Netzwerk abwickeln können. Zumindest erklärte dies das Unternehmen in einem jüngsten Blogbeitrag. Demnach beabsichtigt das Unternehmen, die Ethereum-Funktion Account Abstraction zu verwenden, um automatische Zahlungen mit zu implementieren. So sollen Benutzer wiederkehrende Rechnungszahlungen immer wieder tätigen können, indem sie eben dieses Tool nutzen. Dazu arbeitet man auch mit einer Second-Layer-Lösung zusammen, um das Ganze eben kostengünstig zu ermöglichen. Weiter erklärt das Unternehmen im Blogbeitrag, dass Bankkonten und Kryptobörsen zwar problemlos zur Organisation von automatischen Zahlungen verwendet werden können, diese Zahlung jedoch nicht so einfach auf einer Blockchain auszuführen sei. Durch die Verwendung der Account Abstraction sei Visa in der Lage, Funktionen von Benutzerkonten und Smart Contracts innerhalb einer Ethereum-Transaktion zu kombinieren. Wir sehen also eine interessante Entwicklung. Gerade auch in Bezug auf die Transaktionskosten muss sich hier natürlich einiges tun, wobei das Unternehmen im Allgemeinen aktuell auch noch nicht wirklich viel zu dieser Lancierung gesagt hatte. Die Umsetzung scheint allerdings im Hintergrund schon komplett gewesen zu sein. Visa schlägt allerdings zum aktuellen Zeitpunkt zumindest noch nicht wirklich mit der Werbetrommel. Bereits Ende Oktober des aktuellen Jahres hatte Visa bereits Patente für eine eigene Crypto-Wallet eingereicht. Wir sehen also, dass auch Visa sich im Bereich von Crypto stärker positioniert und hier natürlich im direkten Konkurrenzkampf zu Mastercard agiert. Natürlich ist das für uns als Investoren sehr gut, wenn sich die Unternehmen Mastercard und Visa hier so ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen leisten, denn natürlich wollen die beiden Unternehmen immer stärker sein, sie wollen immer schneller sein, immer bessere Dienste leisten und das sorgt eben für eine schnelle Entwicklung, was für die Krypto-Adoption definitiv von Vorteil ist. Dafür brauchen wir allerdings natürlich vernünftige Regulierungen und die können den Markt nochmal richtig aufwischen. Mehr dazu in den nächsten Videos. Für das Heutige möchte ich mich erstmal bedanken. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht auch weitergeholfen. Sollte dem so sein, ihr wisst es, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar da. Ansonsten sehen wir uns morgen in alter Frische wieder. Bis dahin, ciao Freunde.